Und damit herzlich willkommen zum Elfmeterschießen. Die Entscheidung im Westfalen-Pokalfinale zwischen dem SC Verl und den Sportfreunden Lotte. Den Anfang macht dann auch der Gastgeber. Der erste Schütze wird Hamadi Al-Ghadoui sein. Das ist gleichzeitig auch der sicherste Elfmeterschütze seiner Mannschaft. Und hier, Benedikt Fernandez, wie früher Jens Lehmann 2006, hat sich mit dem Zettel vorbereitet. Und wo Al-Ghadoui hinschießt, das könnte vielleicht bekannt sein. Der ist in dieser Saison in der Liga zu 4 Elfmetern angetreten. Und alle hat er verwandelt. Allerdings auch alle unterschiedlich geschossen. Der erste Elfmeter, Fernandez gegen Al-Ghadoui. 1-0 Verl. Ganz cool, ohne Selbstzweifel, Al-Ghadoui. Nach 2 Stunden Fußball endlich hier das erste Tor. Und dann ist dann jetzt gefordert im Tor Sebastian Lange und als Schütze Kevin Pires Rodriguez, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, allerdings eben auch in der Verlängerung schon so ein bisschen von Krämpfen geplagt worden ist. Lässt sich viel Zeit. Ball ist längst freigegeben. Jetzt pfeift dann nochmal der Schiedsrichter. Braucht eine extra Einladung. Pires Rodriguez. Ja, cooler geht's nicht. Der nächste bitte. Der eingewechselte Robert Meinka. Kurz vor Ende der Verlängerung ist eingewechselt. Der ist hier nicht nur Spieler, der ist zugleich auch der A-Jugendtrainer beim SC Verl. Robert Meinka, der ist also nur eingewechselt worden in der 119. Minute, um den Elfmeter jetzt hier reinzumachen. Meinka gegen Fernandez. Nix ist es. Das war wohl dann doch zu riskant von Trainer von Andreas Gollombeck. Hatte der überhaupt einen Ballkontakt in der einen Minute, in der er gespielt hat? Der Plan, Meinka zu bringen, ist nicht aufgegangen. Robert Meinka ist im Halbfinale mit der A-Jugend gegen Borussia Dortmund im U19-Wettbewerb ausgeschieden. Und heute droht nun der zweite Platz. Als nächster, jetzt für Lotte, die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Der Kapitän, Gerrit Nauber. 2-1 Lotte. Auch der ist gut geschossen. Wie so viele bei Lotte. Gerrit Nauber auch hervorragend ausgebildet worden. Nauber in der Jugend bei Bayer Leverkusen. Wir hören, in Essen ist es beim 0-0 geblieben. Da geht es auch ins Elfmeterschießen. Aber die haben jetzt erstmal da Pause. Also sie verpassen nichts. Konzentrieren wir uns erstmal hier auf das Westfalen-Pokalfinale. Für Verl jetzt in der Pflicht, fast schon treffen zu müssen. Fabian Große-Schallau hatte die beste Gelegenheit des Spiels, der Rechtsverteidiger. Sein Freistoß in der zweiten Hälfte an die Latte. Große-Schallau, Fernandez! Benedikt Fernandez, von dem man gar nicht weiß, ob er überhaupt bleibt bei den Sportfreunden Lotte. Klasse gehalten. Soll beim VfL Osnabrück im Gespräch sein. Benedikt Fernandez. Zweiter Fehlschuss für die Mannschaft von Andreas Gollombeck. Nächster, Alexander Langlitz. Ausgebildet in der Jugend des FC Schalke. Da durfte er später bei den Profis einmal sogar in der Europa League spielen. Aber sein wichtigster Schuss, der kommt jetzt. Langlitz! Langlitz scheitert dann Lange. Sebastian Lange hält den SC Verl hier im Spiel im Elfmeterschießen. Wie Pep Guardiola zuletzt in Leverkusen im DFB-Viertelfinale. Der Trainer von Lotte, Ismail Atalan, hat sich auch eine Sitzgelegenheit, eine improvisierte, geschnappt. Matthias Häder.
gegen Fernandes. Hält er noch einen? Macht viel Wirbel. Der Fernandes. Header. Ja. 2:2. Der Ausgleich durch Matthias Header. Sebastian Lange. Jetzt gegen Jiron Al-Hazaimi. Der Innenverteidiger von Lotte. 1,96 Meter groß. Al-Hazaimi. Auch der ist gut. Sowieso hat Lotte nur ein Spiel in diesem Jahr verloren. Zu Hause gegen Oberhausen. Nur eine Niederlage gab es unter dem neuen Trainer Ismail Atalan, der in der Winterpause das Amt von Michael Boris übernommen hatte. Zieht er heute in den DFB-Pokal mit den Sportfreunden Lotte ein. Wenn Fernandes noch einen hält, Kaminski muss nun treffen. Ansonsten ist Lotte noch nicht Westfalen-Pokalsieger. Kaminski, das passt zu seiner wirklich großartigen kämpferischen Leistung. Dass er den verwandelt. Marco Kaminski. Und für Lotte hat jetzt die Verantwortung der Torjäger. 18 Treffer in der Regionalliga. Eben eine große Chance verschwendet, vergeben. Jesse Weißenfels für Sportfreunde Lotte. Das ist es! Nach Elfmeterschießen gewinnen die Sportfreunde Lotte gegen den SC Verl, sind Westfalen-Pokalsieger und nächstes Jahr in der ersten Runde im DFB-Pokal. Das hat es seit 2009 nicht mehr gegeben bei den Sportfreunden Lotte. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wir gehen schnell nach Essen. Steffen Simon.